Ja, servus. Ich war 10 Tage unterwegs in Venetien bei Felix Wölk und seiner kleinen Flugschule Fly Felice. Ich habe ein bisschen Techniktraining gemacht und bin umgestiegen bei den Gurtzeugen, Gurtzeug und Gleitschirm umgestiegen, was man ja grundsätzlich nicht machen sollte, aber es hat sich einfach so ergeben, gell? Ich will ein bisschen mehr Strecke fliegen, ein bisschen länger Thermik fliegen. Ja, und habe mich für das Advanced Weightless entschieden, weil es das kombiniert. Es ist leicht zum Tragen und hat viel Stauraum, um Strecke oder vielleicht mal einen Biwakflug zu machen. Und als sicheren Einstieg ins B-Segment hat mir der Felix den Epsilon DLS empfohlen. Und jetzt nach 10 Flugstunden hat sich das auch absolut als Hammerkombination für mich herausgestellt. Und da habe ich euch jetzt ein paar Bilder mitgebracht. Und warum sind jetzt hier diese ganzen Wasserbilder drauf? Ja, bei der Anfahrt bin ich in Dolomiten stehen geblieben und habe zufällig direkt an dieser Schlucht eine Übernachtung gemacht. Die habe ich ein bisschen erkundet und das war so ein guter Einstieg in die Woche. Viel Spaß. Thank you.